Vor der so immens wichtigen EZB-Sitzung in der nächsten Woche herrscht offenkundig ein Kampf innerhalb der EZB. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Nicht nur in der EZB, auch in der Fed gibt es Uneinigkeit, dazu später mehr. Aber in der EZB, da ist das offenkundig ausgeprägter. Gestern hat sich dazu Müller geäußert, das estnische EZB-Mitglied, und hat gesagt, ja, es macht doch keinen Sinn, immer diese Markterwartungen zu erfüllen. Wir sollten mal abwarten, sollten mal gucken. Und damit hat er sich eingereiht in die Schlange der nordeuropäischen EZB-Mitglieder wie Lautenschläger, wie Weidmann, wie Knot, wie andere, die gesagt haben, Nowotny aus Österreich, die gesagt haben, es ist jetzt nicht wirklich notwendig, gleich wieder all in zu gehen. Genau das, was Mario Draghi will, der gestern ja bei Merkel war, versucht hat, sich da für seine Linie zunächst mal grünes Licht zu holen. Es wird jetzt darauf ankommen, was andere EZB-Mitglieder sagen. Es gibt ja die Fraktion der Südländer innerhalb der EZB. Es gibt die Fraktion der Nordländer. Die Nordländer haben sich sehr eindeutig gegen eine Bazooka, gegen eine Zinssenkung mit QI etc. geäußert. Die Südländer haben sich bisher noch nicht so wahnsinnig aus dem Fenster gelehnt, haben gesagt, überwiegend, wir müssen zu allen Sachen bereit sein, müssen offen sein. Heute endet die Frist, wo sich EZB-Notenbanker noch äußern können. Dann beginnt die sogenannte Blackout Period, das heißt die Periode, wo Funkstille herrscht, eine Woche immer vor der EZB-Entscheidung. Und jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, was die Franzosen und die Spanier innerhalb der EZB machen werden. Da haben wir Villeroy de Gallo, das französische EZB-Mitglied, der zwar diesmal aufgrund der Rotation nicht stimmberechtigt ist, aber dessen Stimme doch als zweitgrößte Notenbank der Eurozone Gewicht hat. Und wir haben auf der anderen Seite dann die Spanier de Guindos, Vize EZB-Chef, der auch gesagt hat, wir sollten die Markterwartungen nicht erfüllen, nur weil die Märkte es eben erwarten. Und auf der anderen Seite Hernández de Cos, der zweite Spanier innerhalb der EZB, der gesagt hat, naja, wir müssen da schon was tun. Also es wird wahrscheinlich auf die Spanier, auf die Franzosen ankommen, die eben auch aufgrund ihrer Ländereinwohnerzahl, aufgrund der Bedeutung ihrer Notenbank ein gewisses Gewicht mitbringen. Und das ist jetzt der Kampf, der tobt. Das ist ganz offenkundig, dass man sich hier eklatant widerspricht. Wie gesagt, heute letzte Chance. Vielleicht wird sich der Franzose noch äußern. Werden sich die Spanier noch mal äußern. De Guindos wird heute Abend in Frankfurt sprechen um 17.30 Uhr, soweit ich weiß. Wir haben aber auch bei der FED Differenzen. Wir haben gestern Ballard, das dovischste FOMC-Mitglied, gehabt, der kürzlich noch gesagt hat, naja, es gibt keine Notwendigkeit für einen großen Zinsschritt. Gestern hat er gesagt, naja, wir müssen jetzt doch die Zinsen um 0,5% senken, um die Markterwartungen zu treffen. Also der will unbedingt die Markterwartungen treffen, was andere eben nicht wollen. Und damit macht man sich sozusagen zur Bitch der Märkte. Hier, wir haben jetzt die Notwendigkeit einer aggressiven Senkung, sagte Ballard. Anders dagegen Rosengren, der gesagt hat, naja, also es ist einfach noch nicht die Zeit, jetzt hier die Zinsen zu senken. Wir wollen mal abwarten. Wenn wir dann sehen, dass die Dinge wirklich schwierig werden, dann können wir auch durchaus aggressiv mit einem 0,5er-Schritt mal die Zinsen senken. Aber das sind doch sehr weit auseinanderliegende Positionen hier zwischen Dovish, Ballard und Hawkish Rosengren. Und das beschreibt derzeit das Feld. Wir hatten ja gestern die ganz schwachen ISM-Daten aus den USA, erste Mal seit 2016 unter der 50er-Marke. Wir sehen also jetzt Schrumpfung auch in der Industrie in den USA. Das tun wir vor allem auch in Hongkong. Wir haben heute den Hongkong-Einkaufsmanager-Index Gewerbe gesehen. Katastrophal abgestürzt hier auf 40,8. Das ist der schlechteste Wert ever. Hier sehen wir, dass die Unruhen in Hongkong ihre Spuren hinterlassen. Was wir hier unten sehen, das ist der Einkaufsmanager-Index Dienstleistung aus China. Der ist relativ robust ausgefallen über der 52er-Marke, damit der beste Wert seit 3 Monaten. Also hier sehen wir eine leichte Divergenz. Hongkong stürzt ab, klar, diese Unruhen, Lahmlegung des Flughafens in Hongkong etc., das bleibt nicht ohne Wirkung. Was haben wir noch? Wir haben interessante Dinge heute für Sie mitgebracht, oder ich habe das getan, um mal zu zeigen, was eigentlich an den Märkten los ist. Hier haben wir jetzt sozusagen die Spielwiese im S&P 500. Wir kasteln uns ein in diesem Rauf-Runter-System. Entweder werden wir jetzt nach oben laufen, um dann zur oberen Trendlinienbegrenzung zu gehen, oder es geht hier nach unten mit einigen Gaps, die hier noch gefüllt werden könnten. Das wird wahrscheinlich eben auf EZB, auf die Fed ankommen, ob die liefern können. Meine These ist, dass aufgrund der sehr weit auseinanderliegenden Meinungen innerhalb der beiden Notenbanken man eher einen Kompromiss
ansteuern wird, also so eine Art Mittelweg ansteuern wird. Und das ist genau jetzt das Problem vielleicht für die Märkte. Es gibt ja das kluge Sprichwort, in Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod. Und das könnte für die Märkte der Fall sein, wenn die Notenbanken wirklich sich auf einen solchen Kompromiss einigen werden. Wir sehen, dass hier zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den August anschauen, um zum S&P wieder zurückzukommen, der hat ja im August 1,8% verloren. Wenn wir aber mal den Equal-Weighted S&P uns anschauen, also den gleichgewichteten S&P 500, wo alle Aktien die gleiche Gewichtung haben und nicht wie eben im S&P 500 deutliche Unterschiede sind nach Marktkapitalisierung, wo also eine Amazon, eine Apple natürlich deutlich mehr aufs Gewicht bringen, dann sehen wir, dass der marktgewichtete S&P 500 3,3% verloren hätte. Es waren also wieder die großen Player, die großen Werte, die mit starker Marktkapitalisierung die Schlimmeres hier verhindert hatten. Wir haben die Situation, dass wir gerade jetzt mal im Vergleich zwischen den großen Werten im S&P 500 und den kleinen Werten, die überwiegend im Russell sind, dass wir das erste Mal jetzt die Situation haben, dass bei den kleinen Werten die Debt-to-Equity-Ratio, also die Schulden-zu-Vermögen-Ratio, das Verhältnis, dass die Small Caps hier sozusagen eine sehr ungesunde Entwicklung nehmen, während hier jetzt vor allem der Wert abgestürzt ist, auch bei den großen Werten, die eben sehr viel Schulden aufgenommen haben durch Aktienrückkäufe. Hier blau sind die großen Werte und wir sehen, dass gleichwohl die Profitabilität der großen Werte deutlich besser ist als eben der kleinen Werte. Hier die Small Caps gelb, da ist also durchaus eine Divergenz zwischen großen und kleinen Werten der Fall. Was haben wir noch? Wir haben, das haben wir schon gesehen, ich wollte Ihnen hier ein Zeichen von Kyla Tausche, CNBC-Korrespondentin, die gestern herausgefunden hat über mehrere Quellen, dass Trump in Reaktion auf das, was die Chinesen an Gegenzöllen erlassen hatten, eigentlich sogar die Zölle verdoppeln wollte. Dann haben aber Mnuchin und Lighthizer gesagt, Mensch, das kannst du nicht machen, und haben eben gleich mehrere CEOs von amerikanischen Firmen beauftragt, ruft den Präsidenten an und versucht ihn da umzustimmen, das wäre eine Katastrophe. Und dann hat der Donald Trump nur die Zölle um 5% erhöht, von 10 auf 15 beziehungsweise auf 25 auf 30 für die später greifende Zollerhöhung. Also das war knapp, hätte Trump hier sozusagen nicht gehört auf Mnuchin und Lighthizer, dann hätten wir wahrscheinlich eine Verdopplung der Zölle gehabt. Das wäre dann ein mögliches Massaker an den Märkten gewesen. Was haben wir noch? Interessant übrigens auch, wir haben derzeit fallende Renditen an den Anleihenmärkten und es ist so, dass wir jetzt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe etwa bei 1,5% haben, die Amerikaner aber hier Kreditkarten Zinsen zahlen, wenn sie ihr Konto überziehen, was so ziemlich jeder Amerikaner tut, dann sind sie da bei gut 17%. Das heißt, wir haben ein durchaus starkes Auseinanderdriften zwischen der Rendite für Staatsanleihen und den Überziehungskosten, die man vergegenwärtigt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise pendelt sich das doch relativ in diesem Bereich ein oder ist relativ synchron. Wir haben dann noch vielleicht Interessante zu den Märkten, was Sven Henrik bemerkte. Schauen wir uns mal an, wo wir derzeit stehen. Wir stehen beim S&P etwa bei 2900 Punkten, ein paar zerquetschte drüber aktuell. Genau da standen wir vor einem Jahr. Beim Dow Jones sind wir an der 26.000er Marke. Genau da standen wir vor einem Jahr. Beim Nasdaq ist es ähnlich. Nur der Russell, der Nebenwerteindex, der stand vor einem Jahr bei 1740 und jetzt unter der 1500er Marke. Also wir sehen auch hier die Small Caps, die kleineren Werte, die driften ab. Schauen wir uns die Charts an. Das ist der S&P 500, der hier so in den letzten Handelsminuten im asiatischen Handel, die Charts von Capital.com, wissen Sie ja, der in den letzten Handelsminuten dann nochmal angezogen hat, ohne Nachrichten eigentlich, weil es möglich ist, 2924, wir haben diese Seitwärtsrange. Ich hatte vorhin gezeigt, dass sich da Druck aufbauen wird, dass da was passieren wird. Wir haben eben jetzt die Option, geht es nach oben stärker, mit einem stärkeren Move geht es stärker nach unten. Da baut sich Druck auf, der wird sich entladen. Wir werden eine größere Bewegung demnächst sehen, wahrscheinlich erst mit den Notenbanken. Was macht Le DAX? 11.986, der hält sich eh gut. EZB-Hoffnung, wir sehen Eurone, Dollar 1,974, der Euro gestärkt etwas durch
den schwachen ISM-Index gestern und dann auch die Aussagen einiger EZB-Mitglieder, naja, QI eher nicht, aber vielleicht die Zinssenkung. Was wir hier sehen, ist der Goldpreis 1543 und Crude Oil bei 54,07 $. Also, es herrscht Uneinigkeit in der EZB wie auch in der Fed. Wenn das dazu führt, dass beide Notenbanken so eine Kompromisslinie fahren, nicht zu sehr in die eine, nicht zu sehr in die andere Richtung tendieren, dann wäre das für die Märkte enttäuschend. Die viele Großbanken erwarten von der EZB inzwischen Quantitative Easing. Andere sagen, naja, okay, sie werden die Zinsen senken um 20 Basispunkte, also um 0,2%. Die durchschnittliche Erwartung, die in den Futures eingepreist ist, ist 0,16% Zinssenkung, by the way. Also da ist alles möglich und auch das Gegenteil. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch und sage Servus und Tschüss.